Ja, und damit willkommen zurück bei Let's Play Risen 2. Letztes Mal haben wir uns die Klingenfertigkeit auf Stufe 6 gebracht. Und damit können wir die Schmiedenfertigkeit lernen. Warte mal. Wir müssen eigentlich gar nichts. Wir können das ja auch hier machen. Ich hoffe nur... Bitte, Spiel, hack dich nicht auf. Sei lieb. So, Cooper, hi. Hier ist dein Gold. Zeig mir, wie man schmiedet. Hier ist dein Gold. Zeig mir, wie man schmiedet. Das Wichtigste ist die Temperatur. Ist der Stahl zu heiß, wird die Klinge zu weich. Ist er zu kalt, wird sie zu brüchig. Was du sonst noch brauchst, findest du im Bauplan deines Schwertes. Gut, danke. Dann lass uns doch mal ein paar Schwerter schmieden, ne? Dann lass uns Schwerter schmieden. Gut, wir sind ein paar Rohlinge. Ich brauche 5 Degen. Aber sei vorsichtig und mach nicht alles kaputt. Ich bin in meiner Hütte und kümmere mich um anderen Kram. Ich mach doch keine Sachen kaputt. Neue Quest, Klingen für Cooper. Allerdings würde ich gerne zuerst... So, Sturmwind war das, ne? Ne, war es nicht. Was ist das, Königsschwert? Ich glaube, das Königsschwert, ne? Zack. Und dann können wir doch auch gleich, wenn wir schon dabei sind, Sturmwind auch machen. So, das geht nicht. Er braucht Degen, dann soll er uns doch auch bitte das Rezept dafür geben. So. Ausrüstung, alles. Sturmwind. 45 bis 100, Königsschwert. Das kann man auf jeden Fall machen, das ist besser als unseres. Und wenn wir das jetzt nämlich machen, dann haben wir... Hiebwaffen 66, Stichwaffen natürlich jetzt nur 41. Dann müssten wir die Stichwaffen auch nochmal erhöhen. Wo ging das? Irgendwo ging das hier. Ich weiß noch nicht mehr wo. Ich habe keine Ahnung. Ach. Natürlich jetzt. Ah nee, warte mal. Wir haben es ja noch gar nicht. So, jetzt haben wir es ausgewählt. Ja, okay, komm, das kann man so lassen. Stichwaffen 56, Hiebwaffen 56. Ja, das ist okay. Ah, warte mal, ich glaube, ich weiß, wo man das lernen konnte. Zeig mir. Aber als erstes, Bauplan für einen Degen. Der kostet 1500, das ist ganz schön teuer. Das ist echt... Wir gönnen uns das mal. Dann machen wir davon mal 10 Stück. 10 mal Degen. 5 bekommt er. Hier sind deine Schwerter. Die sind gar nicht mal so schlecht geworden. Ich weiß gar nicht, was ich dir geben soll. Gold? Ach, Gold? Nein, ich habe was Besseres. Ein Geschenk für einen Schmied. Der Griff eines Königsschwertes. Ich weiß, was du sagen willst. Aber hör mir erst mal zu. Das ist nicht irgendein Schwert. Wenn es dir gelingt, die Klinge zu finden, könntest du es wieder zusammenfügen. Als Schmied wirst du sicher erkennen, wie wertvoll dieses Geschenk ist. Schwertgriff Seelenrufe. Zeig mir... Seelenrufe, haben wir davon die Klinge? Gucken wir gleich mal. So, die Dinger sind 200 wert. Naja, okay. Sturmwind verkaufen wir. Ja, komm, weg damit. Fluchpuppe braucht auch kein Mensch. Die können weg. So. Dann wollen wir hier nochmal kurz gucken. Jetzt hat der Penner da... Verlies die Waffe wieder. Kluges Kerlchen. Ich will da schmieden. Verdammt. Lass mich da hin.
Tag. Ich kann Diebe nicht ausstehen, ja, ich falls du mich verstehst. Ich auch nicht. Da rennt er wieder schnell dahin. Und wir schleichen jetzt einfach mal schnell hier rein. Klauen all seine Sachen. So. Der hat da doch mit ziemlicher Sicherheit noch den einen oder anderen Schwertrohling. Oder Fackel, Grog, Schwertrohling, Hammer. Hammertime! So, schlafen. Bis zum nächsten Morgen. Dann ist vielleicht auch das Gewitter weg. Was soll das denn werden? Nix, ich penne hier nur. Ich kann Diebe nicht ausstehen, falls du mich verstehst. So, darf ich jetzt hier endlich mal... Egal. Gut, bei Webster hakt sich das Spiel immer auf, deshalb kaufe ich jetzt bei ihm keine Munition. Wir reisen kurz zurück zum Schiff. Von dort aus... Es wird... Fahren wir dann... Warte mal, war es die Bucht von Maracay? Ich muss kurz mal schauen. Ja, doch, Bucht von Maracay war's. Es... Zack. Da konnte man Stichwaffen lernen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und da können wir auch nochmal Kugeln kaufen. Die gibt's dann nämlich auch. Genau, er hält seine Waffe so total toll. Und waren wir hier überall? Ja gut, ich glaube, ja doch. Hier müssten wir überall gewesen sein. So, bei Markus. Zeig klar. Ja. Konnten wir es, glaube ich, lernen. Oder? Ah. Unterrichte mich im... Was soll ich... Aha. Ich will ein guter Degenfechter werden. Ich will ein guter Degenfechter werden. Dann achte mehr auf deine Technik. Die Stöße müssen absolut gerade ausgeführt werden. Kommen sie schräg, rutschst du an der Rüstung ab. Und verletzt den Gegner nur oberflächlich. Triffst du gerade, dringt die Klinge tiefer ein und verwundet deinen Gegner schwerer. Mhm. Stichwaffen 2. Das können wir nicht machen. Ich habe Garcias Schiff gekapert. Es liegt in einer Bucht im Nordosten. Das ist eine sehr gute Nachricht. Ich werde gleich ein paar Leute dorthin schicken, die sich das mal genauer ansehen. Hier, nimm das Gold. Du kannst es bestimmt brauchen. Sieht so aus, als würden wir doch wieder nach Hause kommen. Gold ist immer gut. Jetzt habe ich erstmal genug von Abenteuern. Der Angus. Wenn Corrientes es bis zum eingeborenen Dorf geschafft hat, gelangt er bestimmt auch bis ins... So, und hier werden wir dann uns nochmal ein paar Kugeln kaufen. Steck ja nichts ein! Zeig mir das. Ich will doch gar nichts einstecken. Gesetz des Kapitäns? Hm. 55 bis 90, Hiebwaffen plus 10? Was? 40 bis 90. Ja. Da gucken wir gleich mal, was ist mit den Dingern hier. Da gibt's nichts Neues. Nicht so wirklich. So, Kugeln. Schrotflinte plus 10. Ja, das... können wir uns sparen. Die Dinger können auch weg, die Teile auch. So. Okay. Zeig mir. Hat er jetzt wieder neue Kugeln? Hat er... Zeig. So. Ich glaube, 600 Kugeln werden reichen. Das sollte schicken. So, und jetzt haben wir nämlich auch hier Stichwaffen 66, Hiebwaffen 66. Jetzt ist das so okay. 45 bis 100, ja, wir lassen das so. Ja, wir lassen es. Hui! Jo.
Wenn Corrientes es bis zum eingeborenen Dorf geschafft hat, gelangt er bestimmt. Gut. Dann würde ich sagen. Zeig klar. Ach komm. Ich will Schnittverletzungen noch besser wegstecken. Wie oft warst du schon verletzt? Einmal, zweimal oder öfter? Öfter als mir lieb ist. Dann weißt du doch, was auf dich zukommt. Der Körper kann sich darauf einstellen. Wenn du bereit bist, wirst du die Verletzungen kaum merken. Danke. Klingfest 2. So, jetzt haben wir nämlich hier... Okay. Dann würde ich mal sagen... Wir machen uns jetzt auf zum Wassertempel. Wir haben jetzt so gut wie alles, was wir brauchen. Wir haben alles gelernt. Mir fällt jetzt nichts mehr ein, was wir noch machen könnten. Ach, Seelenrufer können wir zusammen basteln, okay. Dann fahren wir gerade noch mal. Antigua, da gibt's auch eine Schmiede, ne? Ja, ich hoffe nur, dass wir da auch mal ran dürfen. Wenn nicht, machen wir einfach Takarigua, da gibt's ja auch eine. Häufiges Speichern ist sinnvoll. Das wissen wir. Das wissen wir schon seit Anbeginn der Zeit. Nee, seit Risen 1. Zeig was. Das war nur das. Können wir hier noch irgendwas lernen? Ich glaube, bei ihm ging noch was. Kannst du was? Einschüchtern. Das kann man nicht machen, ne? Wirkung von Schmerztöter brauchen wir eigentlich auch nicht. Was kannst du mir erzählen? Wollen wir uns amüsieren? Was denn? Ich. Ne. Weißt du was? Wir kaufen seinen Grog und seinen Rum am besten auf. Zucker. Okay. Denn die Dinger werden wir brauchen, da wo wir hingehen. So. Jetzt schmieden wir hier den Seenrufer noch neu. Wellentänzer ist natürlich auch ein cooles Teil, ne? 60 bis 100 und Hiebwaffen plus 20. Das ist nicht schlecht. Und Seelenrufer ist genau dasselbe wie das Königsschwert. Okay. Ja, meinetwegen. Können wir es verkaufen? Das finde ich aber blöd. Hier ist doch jemand. Zeig. Das finde ich doof, muss ich ja sagen. Dass das genau gleich ist. Was willst du machen? So, okay. Hier waren wir ja eigentlich auch überall, außer dort. Oder? Da waren wir noch nicht. Ich will das jetzt hier nicht in die Länge ziehen, keine Sorge. Also das habe ich nicht vor, aber... Hier ist doch jemand. Ich will dann doch... Denk nicht mal dran, hier was mitzunehmen. Ich will mich doch einfach nur in dein Bett legen. Nee, ich will dann doch so viel wie möglich noch erkunden. Und wenn mir sowas auffällt, können wir da ja eigentlich noch hingehen. Ilja! Lass dich bloß nicht erwischen. Was? Du bist anscheinend neu hier, also bleib lieber unten. Warum? Weil Boose oben sein Zimmer hat und Alistair passt drauf auf. Erst letztens hat irgendwer versucht, das Zimmer von Boose zu plündern. Das war eine ganz schlechte Idee.
Nette Stimme hast du auf jeden Fall. Und das Zimmer von Boos haben wir, glaube ich, auch schon geplündert, ne? Ich glaube, ja. Oh, ja. Genau, der alte Alistair passt auf. Ach so, ach, da haben wir noch eine Kiste. Und die haben wir, glaube ich, gar nicht aufgekriegt, ne, am Anfang. Naja, dann machen wir es eben jetzt. Eisenring, Perle, Gold, Silberpokal. So. Die wird lustig. Aber ich glaube, wir haben noch einen Trank des Diebes, ne? Jawohl. Boah, du Scheiße. Das ist echt heftig hier. Ganz im Ernst. So. Das war falsch. Fuck. Da, nur auf damit! Ach, schnarch. Lecco mio. Juhu, endlich! Trank des Rituals, Jadestein, Goldbrocken, Gold. Okay. So, dann machen wir einfach einen Quicksave. Und pennen in sein Bett. So. Und das ist denen gar nicht aufgefallen hier. Perfekt. Okay. Dann schauen wir uns da hinten doch nochmal um. Oder? Warte mal hier. Wir waren hier unten bei diesem Wasserfall, bei den Wasserträgern. Da waren wir. Da erinnere ich mich noch dran. Schon ewig und drei Tage her. Aber weiter sind wir da, glaube ich, nicht gegangen. Und hier bei ihm? Schießen... Flotten... Was? Flottenschießen? Ganz klar! Zeig, brauchst du... Bombepulver, der Schredder. Okay. Ja, komm, wir behalten unsere. So. Genau, hier waren die Wasserträger und weiter sind wir, glaube ich, gar nicht gegangen. Oder? Nee, ich glaube, hier waren wir wirklich noch nicht. Naja, wir machen das jetzt noch. Und dann machen wir uns einfach in der nächsten Folge auf zum Wassertempel. Ey! Ich meine, wir haben ja Zeit. Oder nicht? Wir haben ja Zeit. So, hier hinten kann ich hingehen, da ist nichts. Da ist noch so einer. Oh, zwei sogar. Ich meine, da kriegen wir noch ein bisschen Ruhm. Vielleicht reicht es ja noch für irgendwas. Ich glaube zwar nicht. Was ich schade finde bei dem Spiel ist, es gibt so wenig Rüstung. Also es gibt zwar viel Auswahl, aber... Ach, wenn du überlegst, wir rennen hier
seit ewigen Zeiten mit dem Mantel rum. Und mit den Schuhen und mit dem Hut. Aber gut, andererseits, was willst du auch großartig noch anderes hier reinbringen? Das ist die Sache. Jetzt hau doch mal auf damit, du blöder Sandteufel! Nee, das Ganze ist ja auf diese Piratenklamotten und so weiter beschränkt. Da hat man ja dann weniger Auswahl. Das ist schon klar. So. Hier hat sich's der Jaguar gut gehen lassen. Hier haben wir wahrscheinlich gleich nur noch ein paar Sandteufel. Und ansonsten... Nix. Noch eine, das gibt's doch nicht. Pam! Zack. Hab ich euch. Gut, hier ist jetzt endgültig Schluss. Ja, hier Schluss. Schluss aus Ende, schwarzer Koriander. Vielleicht drücke ich mich ja auch so ein bisschen vor dem Kampf mit Mara. Denn ich glaube, der wird echt heftig werden. Aber naja. Irgendwann geht ja jedes Spiel einmal zu Ende. Und so auch Risen 2. Da oben muss doch noch irgendwas sein dann. Hier oben muss doch noch irgendwas sein. Huch! Dreckige Unterhosen? Nochmal ein Koriander. Hier ist mit Sicherheit ein legendärer Gegenstand jetzt in der Truhe. Oder? Grog, Trank des Rituals und goldener Toll. Ach. Enttäuschung! So, hier waren wir. Jacks Turm waren wir hier unten auch? Ich glaube ja. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube ja. Ich gehe da nochmal gerade hin. Ja, doch, da unten waren noch die Ameisen und all das Getier. Ja, 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 ist schon klar. Ich schaue mich nochmal gerade um. Insel der Toten, da gab es nichts. Caldera... Haben wir keine Karte, da war auch nichts. Schwertküste waren wir hier oben jetzt. Da unten waren wir auch überall. Dann die Bucht von Maracay, da waren wir auch. Takarigua, Insel der Diebe, waren wir eigentlich auch überall, ne? Ja, gut. Dann haben wir wirklich nicht mehr viel Auswahl. Dann haben wir nicht mehr viel Auswahl. Holzpfeil müsste... Ich habe ein Plateau auf Takarigua. Wo ich immer noch nicht verstehe, wo hier das Plateau sein soll. Ich würde sagen, das hier. Da waren wir auch. Da ist noch eine Höhle. Aber das war ja diese Baumwollfarm, da waren wir ja auch überall. Und hier unten waren wir, soweit ich weiß, auch. Oder? Ich glaube schon. Ich glaube es schon. Naja. Komm, wir machen erstmal Schluss für diese Folge. Und, ja. Nächstes Mal brechen wir dann aber wirklich zum Tempel des Wassers auf. Also, bis dann. Ciao.